ich empfinde einen Text, den ich selber schreibe, doch so, dass er irgendwie auch eine gewisse Schönheit haben muss. Also sozusagen die ästhetische Dimension eines Textes ist mir irgendwie schon wichtig. Das heißt nicht, dass ich versuche, irgendwie blumig im Stil zu schreiben. Im Gegenteil, ich versuche immer so klar, wie es nur geht, zu schreiben. Jedes Wort, jeder Satz gehört auf die Goldwaage. Es muss genau überlegt werden, ob es wirklich notwendig ist, nach dem Komma noch weiter zu schreiben oder ob denn nicht alles im Hauptsatz schon gesagt ist. Aber man kann auch im klaren Stil versuchen, eine gewisse Eleganz reinzubringen. Und was mir dabei wichtig ist beim Schreiben selber meiner eigenen Texte, ist, die Texte zu laut zu lesen, den Klang der Sätze zu hören. Dann merkt man auch, ob ein Satz rund ist oder nicht. Wenn ich merke, dass ich mit dem Atem nicht hinkomme oder dass ich über irgendeinen Satzteil stolpere oder dass da noch ein Einschub drin ist, der mich beim Vorlesen irgendwie rausbringt aus dem Rhythmus, dann merke ich, da muss ich noch mal ran. Was ich lernen musste, ist tatsächlich die Textsorte für mich zu klären, also für wen, an was, zu welchem Zweck schreibe ich gerade. Die große Faustregel ist, den Leser mitnehmen. Versuchen, sich in den Horizont des Lesers hineinzuversetzen, der mit diesem Text konfrontiert wird. Man muss sich überlegen, wenn mir jetzt jemand gegenüber sitzen würde, wie würde ich das erklären, in welcher Reihenfolge würde ich sprechen und wie würde ich vielleicht auch dazwischen so quasi Regieanweisungen einstreuen, um zu sagen, darauf muss ich zurückkommen oder hier ist auch ein Problem, auf das ich jetzt noch keine Antwort habe, das muss ich hier noch offen lassen. Man muss immer erkennen können, wer spricht jetzt gerade. Spricht jetzt sozusagen der Text, den ich zitiere, oder spreche ich über diesen Text? Das muss man erkennen können an der Art und Weise, wie der Satz geschrieben wird, ja? Wie ich studiert habe, wir haben Studien- und Diplomarbeit gemacht, das ist das Vergleich zur Bachelor- und Masterarbeit heutzutage. Und ich war sehr motiviert, wollte sehr gut sein und habe dann möglichst viel geschrieben. Und erst dann während meiner Doktorzeit, wie es ans Zusammenschreiben ging, hat mein Doktorvater damals zu mir gesagt, Doktorarbeit sollte 50 Seiten nicht übersteigen, denn je 10 Seiten mehr halbiert die Leserschaft. Und irgendwie erst dann ging mir eigentlich auf, dass die Leistung nicht ist, möglichst viel zu schreiben, sondern möglichst wenig zu schreiben, aber halt das Wichtige in diesen vergleichsweise wenigen Seiten auch auszudrücken. Schwierig kann jeder, kompliziert kann jeder. Einfach ist eine Kunst. Wie der amerikanische Dichter oder Denker Henry David Thoreau sagt, simplify, simplify, simplify ist das Motto Nummer 1 für mich beim Schreiben.